sometimes. Manchmal kommt es mir so vor, als ob man in den grausamsten Dingen noch Schönheit finden kann. Das macht es irgendwie noch verstörender. Marco Brambilla ist der Meister der verstörenden Collage. Er kommt vom Film und hat als Hollywood-Regisseur mit Leuten wie Sylvester Stallone und Sandra Bullock gearbeitet. Als ihm das künstlerische Korsett der Traumfabrik zu eng wurde, begann er, seine kreative Energie lieber in den visuellen Overkill seiner Videokunst zu stecken. Gern auch in 3D. Die Megaplex-Filme, die wir hier sehen, beziehen sich direkt auf meine Erfahrungen als Hollywood-Regisseur. Das hier ist der Garten Eden. Man sieht Julie Andrews aus dem Film Meine Lieder, meine Träume. Sie ist die wichtigste Ikone hier. Das Ganze stellt eine Art Lebenszyklus dar. Es beginnt mit dem Ursprung und führt durch die verschiedenen Lebensphasen von Spiritualität, Glaubenssystemen und Menschheitsgeschichte. Alles ist miteinander verwoben und wird durch unterschiedliche Filmcharaktere dargestellt. Es ist wie bei jeder Mainstream-Kinoproduktion. Das Spektakel ist wichtiger als der Inhalt. Wer diese Arbeit von mir sieht, soll das Gefühl haben, 40 3D-Kinotrailer gleichzeitig zu sehen. Ich habe hier Ausschnitte aus über 400 Filmen verwendet und auf mehr als 2000 Bildebenen gearbeitet. Mit der visuellen Überladung des Werks kommentiere ich die Lust Hollywoods am Spektakel. Es liegt im Auge des Betrachters, ob es Satire oder eine Verneigung vor der Traumfabrik ist. Ich finde, es ist beides. An diesem 3D-Film mit dem Titel Creation hat Brambilla ein Jahr lang gearbeitet. Und wo könnte man ein Werk über Entstehung und Verfall der Menschheit besser ausstellen als in einer Kirche? Ich wollte diese Arbeit schon immer in einer Kathedrale zeigen. Es war ein Riesenglück, dass wir einen Priester gefunden haben, der uns die Vorführung mitsamt der Live-Musik erlaubt hat. Die Kirche selbst wurde an diesem Abend zu einer Installation. Ich fand diesen Kontrast sehr spannend zwischen dem altertümlichen, traditionellen Ort und meiner popkulturellen Darstellung von unserem Ursprung und dem Universum. Und deshalb inszenierte Brambilla seine Hollywood-Installation in der New Yorker St. Patrick's Cathedral selbstverständlich opulent, mit orchestraler Begleitung. Popkultur hat meiner Meinung nach keine Religion. In der Popkultur geht es einzig und allein um den schnellen Konsum. Es gibt keine festen Regeln, keine Traditionen und auch kein Erbe. Popkultur ist eher das Gegenteil von Religion. Sie zerstört sich selbst. Man kann an Popkultur nicht glauben wie an eine Religion, weil man nicht mal weiß, wie es mit ihr weitergeht. Mit seinen Bombastwerken beeindruckt Brambilla aber nicht nur kunstsinniges Galeriepublikum. Kanye West hat meine Installation Civilization gesehen und mich gefragt, ob ich mit ihm an der ersten Single seines neuen Albums arbeiten möchte und ihn selbst in eine Collage einbauen könnte. Meine Idee war dieser kontinuierliche Kameraaufzieher. Ich wollte schon immer mal eine Videoarbeit im Stile der Sixtinischen Kapelle machen, ein klassisches Renaissance-Thema mit Wiedererkennungswert. Das Besondere bei dieser Produktion war, dass wir alles selbst gefilmt haben. Schon klar, dass Kanye West, der seine aktuelle Platte Yeezus nannte,
gegen diese Art der Inszenierung nichts einzuwenden hatte. Man mag Kanye West hier als eine Art Jesus sehen oder nicht. Wichtig ist nur der Fakt, dass er im Zentrum des Universums steht, das wir für ihn kreiert haben. Wenn die Leute meine Arbeiten betrachten, hoffe ich, dass sie emotional auf die Reizüberflutung reagieren. Denn alles, wirklich alles, dient bei mir dem Spektakel.